Hier wohnen wir gerade auf diesem Parkplatz. Das ist in der Stadt. Hey, Hallöchen, ich grüße euch. Ich bin gerade in meiner Heimatstadt unterwegs beim Einkaufen. Mit schwerem Rucksack und meinem kleinen Fahrrad. Ich finde das immer einfacher, wie mit dem Camper in die Stadt zu fahren. Deswegen, ich liebe das kleine Fahrrad. Ja, und ich bin schwer bepackt. Ich war gerade beim DM. Frage ich euch nachher, was ich da eingekauft habe. Ein paar Vorräte auffüllen. Schwere Soßen und so. Aber ich will noch in den Gerümpelladen. Manchmal kann ich doch nicht widerstehen, diesem Drang, diese Sachen anzugucken. Meistens lang, wenn ich mir das dann angucke. Und dann ist dieser Konsumwahn vorbei. Aber heute mache ich das mal. Schön hier. Ich bin in Ludwigsburg. Das ist der Holzmarkt. Da hinten ist das Ludwigsburger Schloss. Vielleicht war der ein oder andere Mal schon hier. Nichts gekauft. Schöne Sachen hat's da. Aber alles, was man so aussortiert eigentlich. Da so ein Hummus-Pikant nehme ich mir mal mit. Ich bin begeistert, was hier alles hat. Da oben hat es auch wieder was Neues. Tofu-Town kenne ich noch gar nicht. Veganes Hack, vegane Bratknacker, vegane Frikadelle. Und hier, das ist ja alles veganer Käse, sehe ich gerade. Da unten auch veganer Eiersalat und so weiter. Also, es läuft doch. Und da das nächste Regal auch noch. Das ganze Ding ist vegan, sehe ich gerade hier. Hier unten auch noch. Alles vegan hier. Also, vor 5 Jahren war das noch anders. Cool, hier gibt es echt vegane Hasen. 9 Stück, so eine kleine. Mein Bedarf an Shopping ist gedeckt. Ich bin froh, wieder Luft zu haben. Es war schön warm heute. Mütze runter. Es ist schön warm hier. Wilhelm Galerie war ich. Das ist ein Gewusel, wenn man so das nicht mehr gewohnt ist. Ah, da ist mein Fahrrad. Super. Mein Rucksack ist echt schwer. Also ich werde nicht mehr wissen, was der wiegt. Voll bepackt hier. Da drüben ist der Schlossgarten und das Ludwigsburger Schloss. Und hier ist die Hauptverkehrsachse. Grauenhaft. Hier Autos jeden Tag. Da oben steht gerade ein Riesenrad. Den Berg hoch und ich bin schwer bepackt und ich habe jetzt auch Hunger und das langt jetzt mit der Stadt. Juhu, da bin ich auch schon. Also mein Einkauf. Ich habe vor allem Nudeln gekauft, diese Spirelli, die haben nur eine kurze Kochzeit, 6 Minuten, und Spaghetti, dann Jasminreis und Studentenfutter, dann 3 verschiedene Soßen, die sind alle gut, von denen Tomatensoße Klassik, vegan Tomatensoße Kräuter und die vegane Bolognese, die ist sehr stückig. Und das hier ist auch total räudig. Schokocreme, Haselnuss ohne Palmöl, vegan, 50% Haselnüsse. Dann noch ein Pflegeöl, eine kleine Packung Kekse, diese Reiswaffeln und ich habe mir Tee geholt. Da ist mir aufgefallen, dass in der Babyabteilung der Tee mild ist, besser verträglich und günstiger. Genauso wie Einwegwaschlappen sind in der Babyabteilung auch günstiger. Und dann Hummus Pikant, der ist so geil. Den habe ich jetzt nicht vom DM, sondern vom Rewe geholt. Passata Natur, noch 2 Brezeln, auch vom Rewe, SB-Ware, und noch vom Katz ein Baguette. Der Einkauf beim DM hat mich gekostet um die 20 Euro waren da. So ist denn das hier? 23 Euro. Ich habe eigentlich recht günstig eingekauft, finde ich. Ja, das war mein Einkauf.
Das ist gut.